schnell miteinander. Mein Name ist Marcel und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Artist Opinion hier auf Drawing Like a Sir. Wie ihr es ja schon mitbekommen habt, habe ich am Wochenende ein Video hochgeladen, aber das hat natürlich keine Auswirkungen darauf. Nur weil ich mal ausnahmsweise Lust hatte, ein Video am Wochenende hochzuladen, heißt das natürlich nicht, dass das Mittwochsvideo ausfällt. Natürlich nach wie vor mittwochs möchte ich noch einigermaßen aufrechterhalten, dass das auch noch auf dem Plan so bleibt. Allerdings muss ich sagen, wird es diesmal ziemlich knapp, denn wenn ihr dieses Video seht, dann habe ich wahrscheinlich knapp vor 20 Stunden erst dieses Video hier aufgenommen. Ja, momentan etwas zeitlich Probleme. Aber ich muss sagen, solange ich es noch hinkriege, versuche ich es einigermaßen. An diesem Punkt sei vielleicht auch gesagt, ich habe null Plan, worüber ich in diesem Video reden werde. Ich habe null Plan, was ich in diesem... Ich werde dieses Artwork hier von Black und Pap fertig zeichnen, aber das war es auch schon, was ich an Plan habe. Dementsprechend wahrscheinlich der ganze Rest ist spontan. Und zu allem Überfluss auch noch nehme ich das Ganze spätabends auf, das heißt, keine Ahnung, wird wahrscheinlich eine von diesen Abendfolgen, so wie ich es immer nenne. Großen Teil, den ich hier noch machen werde, ist Blacks Jacke. An diesem Punkt auch noch, diese Folge hier wird wahrscheinlich nicht allzu lange. Ich denke, dafür habt ihr das Video am Wochenende gehabt. Über natürlich das große Bleach-Thema. Deswegen seht es mir vielleicht nach, wenn dieses Video nicht allzu lange wird. Denn, also schon spät abends dementsprechend. Kann man mir auch, glaube ich, nachsehen, dass ich hier nicht großartig noch einen riesen Zirkus veranstalten möchte. Und weil ich auch oft gefragt wurde, was mit diesen Abendfolgen überhaupt auf sich hat, könnte ich da vielleicht auch mal drauf zurückgreifen, denn wie gesagt, keine Ahnung, worüber ich sonst reden sollte. Wenn ihr Vorschläge habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich muss sagen, also um komplett fair und ehrlich zu sein, ich habe bis jetzt noch keine wirklich krass guten Vorschläge bekommen, bei denen man mir gesagt hat, hey, du solltest unbedingt über das oder dies reden. Waren bisher immer spezifische Sachen und dazu sollte ich noch erwähnen, gerade dass halt auch jeder zuschauen kann, rede ich eigentlich nie über spezielle Serien oder spezielle Franchises oder sowas in die Richtung. Ihr werdet also nie ein Artist Opinion über, keine Ahnung, Pokémon oder was weiß ich was sehen. Ich meine, gut, im ersten Video habe ich natürlich eine Pokémon-Fanart gemacht, beispielsweise im ersten Artist Opinion. Allerdings muss ich dazu auch sagen, ich habe da auch nie wirklich über Pokémon geredet. Das heißt, ich möchte gerade so als kleines Update, weil ich das früher mal gemacht habe, über spezifische Serien reden, möchte ich das dieses Mal ja direkt lassen. Auch gerade jetzt erzähle ich das für die Leute, die komplett neu dazugekommen sind und die jetzt vielleicht noch nicht so wirklich die Ahnung haben, was Artist Opinion eigentlich ist. Praktisch mal mit mir, wenn man das nicht anders ausdrücken könnte. Wenn sie, wie auch immer, gerade mitzeichnen möchtest, dann schnapp den Stift und zeichne mit. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, die meisten Leute haben ziemlich Entspannung dabei und vermissen dieses Format auch teils, denn hey, mir geht's auch nicht anders. Ich versuche auch häufig Artist Opinion weiterzumachen, allerdings fehlt mir dazu halt, wie gesagt, meistens die Zeit und teils auch so viel Zeit, dass ich am Abend davor aufnehme. In diesem Fall hier. Aber um auf das Thema Abendfolge zurückzukommen, jetzt da wahrscheinlich die meisten von euch wissen, was ein Artist Opinion überhaupt ist. Ich kann nur sagen, es ist vielleicht, man merkt es mir vielleicht am Ton an, ich bin um einiges gelassener, könnte man sagen, weil ich abends eigentlich immer den ganzen Stress hinter mir habe. Früher habe ich mir großenteils die Mühe gemacht und habe einfach versucht, früh morgens aufzunehmen. Ich glaube, das hört man mich auch in meinen alten Videos sagen, dass ich darauf achte, gerade im Winter früh morgens aufzunehmen. Mittlerweile habe ich jede Art von Beleuchtung hier in meinem Raum, das heißt, das ist nicht mehr so wirklich notwendig. Es ist aber auch dunkel in meinem Raum, muss ich sagen. Also das sieht man auch in meinen alten Videos. Es ist extrem, extrem dunkel. Aber jetzt, wie gesagt, merkt man nicht mehr großartig. Ist auch ein Relikt der Vergangenheit, Beleuchtung durch natürliches Licht zu haben. Also dementsprechend muss man sich da auch nicht großartig drüber auslassen. Allerdings, worüber ich mich vielleicht drüber auslassen sollte, und das ist mir wirklich auch erst spontan eingefallen, ist vielleicht über dieses Motiv hier zu reden, was ich schon auf den sozialen Netzwerken gepostet habe. Instagram, Twitter, wie auch immer. Um jetzt einfach mal ganz, ganz schamlos mich selbst zu promoten. Wenn ihr mir folgen möchtet, dann könnt ihr das natürlich gerne machen. Und ich habe, auf sozialen Netzwerken dann darüber geschrieben, dass mir dieses Motiv hier gut gefällt und
für keinen wirklich besonderen Grund. Natürlich, der große Unterschied hier ist natürlich, ich habe ausnahmsweise mal Buntstifte zur Koloration genommen, außer jetzt für die Jacke, die sollte einigermaßen schnell gehen. Und da möchte ich mich auch nicht irgendwie 5 Tage lang dranhängen, um die Jacke fertig zu machen, denn jeder von euch weiß wahrscheinlich, wie schlimm es ist, eine deckende Schwarzfläche mit Buntstift zu machen. Wie gesagt, ich denke mal, jeder von uns hat mal irgendwann einen Buntstift in der Hand gehabt und gerade mit so einer kontraststarken Farbe wie mit Schwarz beispielsweise ist es natürlich unheimlich schwer und mega mühselig, eine schwarze Fläche gescheit auszudecken. Aus diesem Grund ganz einfach gesagt, mache ich es jetzt einfach mit Copics, weil ich ein fauler Sack bin. Aber der Rest, der ist mit Buntstiften entstanden. Natürlich, wenn man die Jacke oder beziehungsweise den Lederteil hier einfach weglässt, ja, keine Ahnung, ich habe mir Blacks Jacke immer so als eine Art Lederjacke vorgestellt. Weiß nicht, ob das jetzt auch gescheit rüberkam. Ich habe immer so die Hoffnung gehabt, man versteht da so meine künstlerische Intention darüber. Und ich schätze mal, Black kennen wahrscheinlich auch die meisten von euch. Der Protagonist aus meinem Manga. Ich glaube, da muss ich auch nicht großartig Worte drüber verlieren. Möchte ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Und ich bin schon wieder komplett vom Thema abgekommen. Was ich sagen wollte ist, als ich dieses Bild hier angefangen habe und gezeichnet habe und so weiter und so fort, habe ich gemerkt, dass es um einiges besser geworden ist, also einfach vom Motiv her, als die restlichen Zeichnungen, die ich so mache, als die restlichen Artworks, wie auch immer. Und der große Unterschied war, ich habe mir dieses Mal wirklich Zeit genommen, im Sinne von, ich habe mich wirklich einen ganzen Tag lang hingesetzt, nicht, dass dieses Bild jetzt einen ganzen Tag gedauert hätte, aber ich habe mir einfach freigenommen, weil ich finde, es hat auch viel mit der mentalen Einstellung zu tun, ob du weißt, du hast noch Zeit, ob du dich hetzen musst. Ich habe mir einfach mal die Ruhe genommen, habe mich hingesetzt und habe Tatsache Musik gehört. Und ich glaube, das war im Endeffekt der große Unterschied bei diesem Motiv, einfach Musik zu hören. Und an diesem Punkt sollte ich vielleicht Kontext geben, weil klar, ich muss natürlich darauf achten, es ist nicht jeder schon ewig Abonnent von mir. Aus diesem Grund vielleicht einfach mal schnell erwähnt, wenn ich zeichne, dann zeichne ich meistens entweder im Zug oder irgendwie in der Mittagspause oder so. Ich meine, um nochmal die schamlose Selbstpromotion aufzugreifen, ich lade ja fast regelmäßig auf den sozialen Netzwerken immer irgendwelche Scribbles oder so hoch, die im Endeffekt nie wirklich zu Bildern schaffen. Aber die meisten davon nehme ich als eine Art Inspiration oder als eine Idee, um die im Endeffekt auf so ein Artwork zu übertragen. Aber dieses Mal habe ich es wirklich komplett anders gemacht und habe mir überlegt, was ich gerade merke ist, ich sollte vielleicht nicht auf die Buntstiftfläche drauf fassen. Aber bei Copics ist das immer um einiges einfacher, aber das bin ich so nicht gewohnt. Ja, zumindest worauf ich zurückkommen wollte, ich habe bei diesem Motiv hier einfach Zeit gelassen und Musik gehört, was sich jetzt sehr banal anhört, aber ich habe so das Gefühl, es ist um einiges hilfreicher als die ganzen anderen Methoden. Beispielsweise, wenn ich mir Zeit nehme, mich hinsetze und nebenbei eine Sitcom schaue oder einfach ein Let's Play oder irgendwas auf YouTube in die Richtung, habe ich schon gemerkt, ich weiß, es klingt wahrscheinlich, als würde euch das euer Lehrer sagen oder so, aber ich fühle mich einfach nicht abgelenkt, aber teils, als wäre meine Konzentration an zwei verschiedenen Sachen, weil natürlich ist deine Konzentration auf irgendeine Weise immer bei einem anderen Medium, wenn du eins in der Nähe hast. Aber mir ist aufgefallen, je visueller dieses Medium ist, desto schlechter werden die Zeichnungen, könnte man das sagen. Ich meine, Leute, die sich dessen schon bewusst sind, klatschen sich natürlich gerade vor die Stirn. Ich meine, natürlich, wenn du nebenbei was schaust, dann wird die Zeichnung schlechter. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, dass viele Leute sich dessen überhaupt gar nicht bewusst sind. Oder liege ich da falsch? Dass viele Leute Let's Plays schauen und, keine Ahnung, oder was auch immer, dass viele Leute nebenbei irgendwas schauen und das als eine Art, weiß ich, Entspannung dann ansehen und so vielleicht besser zeichnen, weil ich weiß, es gibt immer diesen einen Kerl in der Kommentarsektion, der meinte dann im Endeffekt, also ich schaue nebenbei, keine Ahnung, Sitcoms und meine Bilder werden perfekt. Ich meine, ja, natürlich beziehe ich das Ganze hier großenteils immer auf mich, und dementsprechend möchte ich ja auch keine Theorie etc. aufstellen. Ich möchte immer sagen, wie es bei mir aussieht. Beziehungsweise möchte ich dann natürlich auch oft Kommentare von anderen Leuten lesen, wie es denen dann geht. Und ich bei Artist Opinion kann ich mich eigentlich nie beklagen, wenn es darum geht, Kommentare zu lesen, weil ich mich immer wahnsinnig freue. An diesem Punkt auch mal ganz kurz gesagt, etwas mehr off-topic vielleicht sogar, ohne mich jetzt dafür schämen zu müssen, obwohl ich es doch etwas tue, muss ich sagen, ist Artist Opinion tatsächlich die einzige Art von Video,
wenn man es denn so nennen möchte, bei der ich tatsächlich regelmäßig nach Kommentaren nachschaue. Denn, und das wissen die meisten Leute gar nicht, Leute auf YouTube oder YouTuber, keine Ahnung, es wird immer nachgesagt, ach, der liest deine Kommentare nicht. Großenteils lese ich mir natürlich Kommentare durch, aber was mir aufgefallen ist, ein großen Teil der Kommentare wird mir gar nicht angezeigt, denn jeder, der Mr. Jingle kennt, ich weiß, der Name ist mir auch aufgefallen, als ich den Quellcode durchsucht habe, aber so heißt die Glocke oben rechts, die von Google eingeführt worden ist, die eure Nachrichten praktisch anzeigt, die zeigt mir nicht jedes Kommentar an, was geschrieben wird. Es ist traurig, aber leider auch wahr. Ich krieg nicht jedes Kommentar mit, was geschrieben wird. Ich krieg nicht mal ansatzweise jedes Kommentar mit, was geschrieben wird. Finde ich zwar sehr schade, aber ja, keine Ahnung. Ich bekomme, wie gesagt, nicht alles mit, aber bei Artist Opinion, das ist wirklich so die einzige Serie, bei der ich sagen kann, gut, okay, das schauen vielleicht tatsächlich nur meine Abonnenten, aber dementsprechend kann ich mich darauf verlassen, dass da hauptsächlich gute Kommentare drin stehen, beziehungsweise unterhaltsame oder lesenswerte Kommentare. Und dementsprechend schaue ich auch gerne nochmal auf alte Folgen zurück. Gerade bei, oh Gott, lass mich überlegen, Artist Opinion Nummer 25? Ich glaube, das war so eines der besten Folgen aller Zeiten, weil ich so das Gefühl hatte, die meisten Leute konnten sich erstens identifizieren und zweitens ganz ehrlich, ich muss jetzt ein Statement dazu bringen, weil ich darauf angesprochen werde, oder angeschrieben in Nachrichten, das Ende war so nicht geplant. Das Ende von diesem Video war so eigentlich nicht geplant. Am Ende bin ich dann nochmal ausgefallen und hab dann geredet über Vorbilder etc., was überhaupt gar nicht geplant war. Aber es hat euch anscheinend sehr gefallen und bis heute sind da immer noch sehr, sehr tolle Kommentare unter diesem Video, was mich extrem freut. Und was mir auch mit diesem Gedanken gespielt, weswegen ich auch mit diesem Gedanken gespielt habe, als zu sagen, hey, vielleicht mache ich sowas wie eine Abendfolge tatsächlich öfters. Natürlich liegt es natürlich teils auch an mir, weil es natürlich etwas Überwindung kostet. Ich sag's oft natürlich. Weil es natürlich auch Überwindung kostet, sorry. Sich abends hinzusetzen und das abends noch alles zu machen. Und hätte ich mehr Überwindung dazu, es liegt an meinem schwachen Willen, ich muss es gestehen, dann würde ich wahrscheinlich auch mehr Abendfolgen machen. Keine Ahnung, ich habe dazu jetzt noch nicht großartig Kritik bekommen. Wahrscheinlich macht es für euch auch nicht so wirklich viel Unterschied, ob das jetzt eine Folge ist, die ich abends aufnehme oder nicht. Für mich macht es halt einen Unterschied, weil ich finde, die Folgen werden um einiges ruhiger. Ob das jetzt tatsächlich der Tatsache entspricht, kann ich nicht sagen, denn ich bin nicht so der Fan davon, meine Videos selbst einzuschätzen oder mich selbst persönlich an diesem Punkt. Ich bin eher so die Person, die anderen Leuten das Einschätzen überlässt. Gerade aus dem Grund, weil ich finde, du persönlich bist da, naja, voreingenommen von dir selbst. Aber ich glaube, ich habe das Thema jetzt schon angeschnitten. Vielleicht wäre es nicht schlecht, darüber zu reden. An diesem Punkt noch einmal. Ich hatte anfangs von der Folge null Ahnung, worüber ich rede. Aber ich glaube, ich einige mich einfach mal auf Musik. Ich hatte so das Gefühl, Musik gibt mir hierbei ein bisschen mehr Kreativität, könnte man sagen. Es kommt mir nämlich oft vor, dass ich denke, jeder von euch, der zeichnet, muss ich vorsichtig sein, hat mich überrascht, aber nicht jeder auf meinem Kanal zeichnet. Nicht jeder, der zeichnet, hat das, glaube ich, schon mitbekommen. Aber die meisten, schätze ich einfach mal, dass es zwei Phasen gibt, in denen du dich befindest, wenn du zeichnest. Die eine ist die, in der du wirklich locker vom Handgelenk zeichnest und dir einfach alles gelingt. Es ist, um Gottes Willen, was würde ich Geld dafür geben, diese Zone mal zu erreichen, wenn ich möchte. Einfach nur Tage, an denen ihr euch hinsetzt, vielleicht sogar nicht mal großartig Zeit habt, anfangt zu zeichnen und sagt, hey, locker aus dem Handgelenk, ich habe kein einziges Mal radieren müssen und das Motiv ist fertig. Und dann gibt es Tage, an denen ihr wirklich ganz langsam zeichnet, an denen ihr extrem langsam zeichnet, euch Mühe gebt und im Endeffekt irgendwie nichts draus wird. Ja, wie gesagt, was würde ich nicht alles dafür geben, diese Phase, die erstgenannte Phase, dann sofort zu erreichen, wenn man sagen kann, hey, ich möchte, dass das Bild dann gut wird und dann wird es auch tatsächlich gut. Aber es ist nun mal nicht der Fall. Man hat einfach als Mensch nicht die Möglichkeit, so, weiß nicht, esoterisch möglicherweise das vielleicht auch klingen möchte, aber man hat als Mensch einfach nicht die Fähigkeit, seine Emotionen so direkt in den Griff zu bekommen oder einfach auf einen Schlag seinen Kopf frei zu bekommen. Sorry. Es ist einfach nicht möglich, tatsächlich, ja, weiß nicht, deine Stimmung so zu beeinflussen. Natürlich, wenn man sagt, hey, ich warte schon den ganzen Tag darauf,
ein einziges Motiv zu zeichnen und man kommt endlich dazu. Möglicherweise ist das dann wirklich der Teil, in dem deine Freude dich da so sehr überwältigt, dass du sagst, hey, das Bild ist perfekt geworden. Keine Ahnung. Aber bei mir die Parallele, die ich immer gefunden habe, war die Ruhe außenrum. Mein ruhiges Umfeld, beziehungsweise mein musikalisches Umfeld sogar. Ich muss aufpassen, welchen Kopf ich nehme. Es ist bei mir immer so, dass ich gemerkt habe, hey, wenn ich nebenbei irgendwas schaue oder irgendwas schaue, meine Aufmerksamkeit teile auf irgendeine Art und Weise, dann ist es bei mir persönlich immer so gewesen, dass ich erstens nicht so wirklich viel Spaß am Bild habe, weil so blöd es auch klingt, aber dadurch, dass du deine Aufmerksamkeit am Bild einfach teilst, nicht auf eine gute Art und Weise, sondern dass du einfach nur mit einer geteilten Aufmerksamkeit an das Bild rangehst. Auf diese Art und Weise, finde ich, verpasst du teils deinen eigenen Spaß beim Bild. Es ist mir schon aufgefallen, dass ich dann ein Bild fertig mehr oder weniger gerusht habe und im Endeffekt dann gemerkt habe, oh, das war's schon. Das hat einfach nicht mehr so viel Spaß gemacht, fand ich. Und seitdem, wenn ich wirklich, also nicht mehr beim Scribblen, aber wenn ich tatsächlich Artworks mache, jetzt tatsächlich nicht beim zweiten Band von Myth, also nicht beim Manga-Zeichnen etc., nicht bei wirklich Fließbandarbeit, mehr oder weniger, sondern tatsächlich beim Illustrieren von etwas größeren Artworks, wie das hier beispielsweise, also das ist jetzt nicht größer, aber aufwendiger, nennen wir es mal aufwendigeren Artworks, dann könnte ich tatsächlich behaupten, hat Musik mir bisher immer sehr gut geholfen, beziehungsweise war ein recht guter Katalysator dafür meine Kreativität und hat meine Aufmerksamkeit vielleicht sogar eher aufs Bild geleitet. Und hier sind so meine, wie sagt man, ohne das jetzt zu wissenschaftlich klingen zu lassen, aber hier sind meine Forschungsergebnisse, wenn man es denn so nennen möchte. Mir ist aufgefallen, dass ich glaube, es kommt natürlich auch auf die Art von Musik natürlich. Jeder Mensch hört andere Art von Musik. Ich denke, welche Musik ich höre, haben wir schon im Livestream geklärt. Aber wenn du tatsächlich auch die Art von Person bist, die etwas weniger ruhige Musik hört, dann ist mir aufgefallen, also tatsächlich, wenn du in Richtung Rock oder so gehst, dann ist die Musik tatsächlich am effizientesten, beim Scribblen. Muss ich sagen, denn wie vorhin schon erwähnt, der große Unterschied beim Scribblen ist, du musst dir tatsächlich keine Zeit nehmen. Du kannst wirklich frei Schnauze loszeichnen und im Endeffekt, hey, es ist nur ein Scribble. Es interessiert keinen, ob das jetzt gut geworden ist oder nicht. Du musst es keinem zeigen. Und wenn es gut geworden ist, good for you. Dann kannst du es doch jemandem zeigen. Diese etwas, wie sagt man dazu? Diese Unbekümmertheit, könnte man sagen. Diese Unbekümmertheit, diese Freiheit zu sagen, hey, ich höre meine Lieblingsmusik, hey, ich zeichne, dann wird es meistens super. Natürlich, wie gesagt, nicht ausgeschlossen, dass ihr nicht währenddessen auch geteilte Aufmerksamkeit habt, euch mit jemandem unterhaltet, etc. So, ich jetzt gerade mit einem Mikrofon und der Kamera. Oh Gott, ist das traurig. Aber ja, deswegen, und das muss ich auch sagen, aus genau diesem Grund seht ihr mich sehr, sehr selten vor der Kamera auch tatsächlich zeichnen, sondern nur Sachen wie hier, wie gesagt, Fließbandarbeit, Sachen, die man tatsächlich mit geteilter Aufmerksamkeit hinbekommen könnte. Wenn ihr tatsächlich vor der Kamera zeichnen und reden könnt, beziehungsweise zeichnen und währenddessen irgendwas schauen könnt, dann ist das eure Sache, aber ich muss sagen, ich merke einfach die Qualität von meinen Bildern so rum lässt einfach nach und das ist eine Sache, die ich tatsächlich nicht einbüßen möchte. Ich hatte teils sogar Angst beim Inking, weil ich finde, du musst dich auch teils beim Inking konzentrieren und darauf läuft das Ganze wieder zurück, wie ich gesagt habe, mit der Musik. Beim Scribblen ist das wirklich okay. Da kannst du die schlimmste Art von Black Metal Core, was auch immer hören. Da kommt es wirklich nur darauf an, zu sagen, hey, du hast Spaß dabei. Aber beim Inking, es ist so eine andere Sache. Nicht, dass ich sagen möchte, du kannst beim Inking keinen Spaß haben. Oder beim Leinen oder beim Tuschen oder wie du das auch immer nennen möchtest.
Aber ich muss sagen, beim Inking brauche ich auch Ruhe, denn ich freut euch schon mal auf das meine besten Zeichnungen 2016 Video. Die neue sind die Videoreihe, die ich praktisch jährlich mache, wo ich einfach die Bilder in die Kamera halte, die ich das Jahr über gemacht habe. Ich habe mir nämlich überlegt, möglicherweise auch die Fehlversuche, das habe ich ja letztes Jahr zum ersten Mal gemacht, aber dass ich das dann tatsächlich dieses Mal etwas ausführlicher gestalte, meine Fehlversuche vom Jahr zu zeigen. Und viele davon sind tatsächlich beim Inking passiert, muss ich sagen. Es ist traurig, dass mir so ein Anfängerfehler teils passiert, aber ja, wenn du wirklich mit geteilter Aufmerksamkeit arbeitest, können dir so viele Fehler beim Inking unterlaufen, das glaubst du gar nicht mal. Mir ist teils alles passiert ich bin einfach nur auf einer Stelle geblieben und die Tusche ist runtergetropft, oder ich habe gerusht. Ich bin einfach durchgelaufen mit meiner Tusche und habe gemerkt, vielleicht hatte ich doch großzügiger sein sollen mit der Zeit, die ich daran verbringe. Und genau deswegen finde ich auch, sollte man diesen ganzen japanischen Mangaka, ich weiß, ich beziehe meine Themen relativ ungern nur auf Manga oder so, auch wenn ich großenteils das auf meinem Kanal zeichne, aber das hat ja eigentlich nur den Grund, dass die meisten Leute das auf meinem Kanal verlangen, anstatt Realismus. Ich habe sehr, sehr viel Respekt vor japanischen Mangaka, dass sie teils, das wissen die wenigsten, so extrem wenig Zeit haben. Die meisten lesen das einfach. Leute, die jetzt nicht wirklich in der Materie drin sind, wissen das noch nicht so wirklich. Aber ich glaube, es gibt eine Formel vom Macher vom Hunter x Hunter. Der hat das in seiner alten Serie Yu Yu Hakusho, übrigens sehr empfehlenswert, hat er mal eine Formel rausgebracht, wie viel Freizeit ein Mangaka, also an die ganz neuen, ein Manga-Zeichner, so in der Woche hat. Und da sind teils wirklich sehr schockende Resultate mit dabei. Ich empfehle euch einfach mal, diese Formel selbst auszuprobieren. Sucht sie einfach mal. Ist, soweit ich weiß, von Togashi. So hieß ja der Mangaka von Hunter x Hunter. Und der hat dann dort die Variablen, also wirklich tatsächlich mathematisch gearbeitet, wie viel Freizeit so der Durchschnittsmangaka tatsächlich hat. Und dann hat er diese Formel von Stunden am Tag, die man schläft, bis zu Tagen, die man Deadlines bringen muss. Wirklich sehr interessant. Googelt einfach mal danach. Ich würde es euch gerne verlinken, aber das Problem ist, Yu Yu Hakusho findet man sehr selten so im Internet. Deswegen gehe ich davon aus, ich werde dann eine Zeit lang recherchieren müssen, wenn es euch wirklich interessiert. Ich denke, ihr findet das schon irgendwie, wenn ihr nach dieser Formel sucht. Bei dieser Formel, wenn man der tatsächlich nachgeht, gibt es, glaube ich, keine Möglichkeit, bei der man über 5 Stunden Freizeit die Woche bei einem japanischen Mangaka kommt. Kurzform, also lange Rede, kurzer Sinn, was ich damit sagen möchte, ist, japanische Mangaka haben, gut, ich sag japanische Mangaka, ich schätze, ihr wisst, ich meine die Leute aus Japan, die Manga zeichnen, die haben sehr, sehr, sehr strenge Freizeitpläne. Und teils der Macher von One Piece wurde ja bekannt gegeben, der schläft 4 bis 3 Stunden am Tag. Und da muss man sich teils überlegen, diese Leute haben einen extremen Stress und inken trotzdem noch unglaublich sorgfältig, hübsch. Es sieht teils wirklich nicht mehr aus wie gezeichnet, sondern tatsächlich wie maschinell erstellt. Und das ist ein Ergebnis, das bekommst du wirklich nur mit Ruhe hin. Gut, okay, ich meine, großenteils ist es auch so, es gibt auch viele Mangaka, einfach um die Produktivität zu erhöhen, die machen einfach nur eine grobe Skizze und inken wirklich schnell drüber, aber ich glaube, das gehört auch eher zum Stil dazu. Ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich wegen der Deadline ist, sondern viele haben ja einfach diesen Scribble-Stil und ich glaube, das liegt dann vielleicht eher daran. Sowas kannst du mit Ruhe wahrscheinlich eher weniger, erreichen. So, tut mir leid für den kleinen Cut. Es ist immer noch dasselbe Problem, dass ich vorher zu dumm bin, meinen Klingelton auszuschalten. Tut mir wirklich sehr leid. Dann müsst ihr jetzt halt mit diesem kleinen Cut leben. Wie gesagt, war keine Absicht, aber muss einfach sein. Muss nicht sein, aber ich sollte vielleicht in Zukunft einfach eher aufpassen. Sorry. Was ich ursprünglich gerade ansprechen wollte, ist, dass der Macher von natürlich Bleach, Tite Kubo oder Tide Kubo oder Noriaki Kubo, wenn man es mit dem bürgerlichen Namen aussprechen möchte, hat teils wirklich oft in seinen Interviews erwähnt, dass er für diese ganzen Kampfszenen teils sehr, sehr harte Rockmusik hört. Ich finde, sowas hilft ja auch bei der Kreativität etwas weiter.
Was ich jetzt aber tatsächlich nicht sagen kann, ist, ob dir das auch hilft, wenn du die Musik überhaupt nicht ausstehen kannst. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass wenn mir ein Profi-Mangaka beispielsweise Schlager empfehlen würde, ich glaube, ich könnte mir das noch so sehr anhören. Ich glaube nicht, dass ich dafür gescheite Resultate herausbekommen könnte. zumindest befürchte ich es. Ich, keine Ahnung, hat da draußen irgendjemand eine Empfehlung? Kann mir jemand von euch sagen, dass er tatsächlich mit Schlager gescheit gezeichnet hat? Denn mir sind bisher noch keine Fälle bekannt von Zeichnern. Aber gut, ich kenne privat auch nicht so wirklich großartig viele Zeichner. Deswegen muss ich an diesem Punkt einfach mal passen. Und passen ist ein gutes Stichwort, denn ich glaube, den Rest, den ich noch mit Buntstiften ausmalen möchte, den mache ich jetzt offscreen, denn dieses Video ist generell, hat eine ordentliche Länge, natürlich nicht so lange wie die ganzen anderen Folgen, aber hey, die ganzen anderen Folgen sind online, die könnt ihr euch jederzeit anschauen. Soweit mache ich das Ganze jetzt noch schnell offscreen und dann sieht man sich zum Ende vom Video. Bis gleich. Also, das ist das fertige Endprodukt. Ich hoffe, ihr hattet dabei genauso viel Spaß wie ich. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich hoffe, das Motiv gefällt euch genauso gut wie mir. Ich finde so für den ersten... definitiv nicht für den ersten Versuch mit Buntstiften, weil, klar, wer hat noch nie in seinem Leben Buntstifte gehabt? Aber für den ersten Versuch seit langer Zeit mit Buntstift. Ich glaube, das letzte Motiv war der Stitch, den ich bei mir hochgeladen habe. Dementsprechend finde ich, es kann sich eigentlich ganz gut sehen lassen. Natürlich habe ich auch Copics benutzt, wie ihr es vorhin gesehen habt. An Copics gefällt mir aber ehrlich gesagt nicht so wirklich, dass man diese verschiedenen einzelnen Stellen sieht, wenn man, wie bei mir jetzt bei der Aufnahme hier, von 50.000 Lichtquellen auf einmal Einstrahlung hat. Sieht es natürlich etwas seltsam aus, aber ich schätze mal, auf den sozialen Netzwerken wird es in Ordnung aussehen. Wenn ich es auf DeviantArt einscanne, wird es, glaube ich, auch ganz nett aussehen. Dementsprechend mache ich mir da jetzt nicht so die Gedanken. Solltet ihr also auch nicht, selbst wenn bei euch ein Bild irgendwie seltsam aussieht, dann versucht es einfach mal mit anderer Beleuchtung, beziehungsweise einfach mal mit natürlicher Beleuchtung. Dann sieht es nicht so streifig und hässlich aus, hoffe ich zumindest. Und was dieser Strich jetzt zu bedeuten hat, lässt sich in einem, oder besser gesagt in zwei Wörtern ganz gut erklären. Schlechter Radiergummi. Ja. Muss ich mehr sagen? Ich denke, das kennt jeder von uns, wenn man diese Billig-Radiergummis hat, diese seltsam schmieren. Kein Kommentar dazu, aber... Ich denke, man kann das mit einer Überschrift oder Unterschrift oder wie auch immer ganz gut vertuschen. Zumindest einigermaßen gut. Aber meine Unterschrift sieht immer aus wie Gekrakel, also... Ja, denke ich, bin ich da keine Ausnahme zu. Ich schätze, jeder von euch hat auch eine Unterschrift und die wird ähnlich aussehen. Mein kleiner Bruder beispielsweise hat noch eine schlimmere als ich. Okay, ohne jetzt großartig über jemanden zu lästern, außer über meinen kleinen Bruder, das ist okay, sage ich danke, dass ihr alle zugeschaut habt für dieses doch recht sehr spontane Artist Opinion. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht zu sehr gemerkt. Ist mir immer relativ peinlich, wenn meine Videos dann so übereilt und seltsam wirken. Ich hoffe, das ist bei diesem jetzt nicht der Fall. Mein Name ist Marcel und man sieht sich nächsten Mittwoch hier auf Drawing Like a Sir. Bis dann!